Ja, hallo zusammen. Das neue Infektionsschutzgesetz ist nicht ausreichend genug. Es hat nicht den Umfang, den es eigentlich bräuchte, um die vierte Welle kurzfristig jetzt auch zu brechen. Lothar Wieler vom RKI warnt ja sogar schon auf eine kommenden fünften Welle. Es ist im Prinzip schon 10 nach 12. Ja, das Infektionsschutzgesetz hat ein paar Sachen in die richtige Richtung. 3G am Arbeitsplatz ist richtig und dass auch 3G im Nah- und Fernverkehr eingeführt wird, ist auch unbedingt erforderlich. Ich hatte da ja schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen. Problem ist ja weiterhin, dass überhaupt nicht kontrolliert werden. Die Leute gehen da rein und raus und Ordnungshüter sieht man selten an den Bahnhöfen. Und wenn sie mal dastehen, was sie vereinzelt tun, dann machen sie ja nichts. Und die, weil sie ja auch gar nicht die richtige Befugnis dafür haben. Darum ist es ja auch wichtig, dass eine Regelung kommt, dass zum Beispiel die Handhabe geregelt wird, dass Kontrollpersonal auch mit den Möglichkeiten ausgestattet werden, um auch zu kontrollieren. Ich denke, dass die Polizei hier viel häufiger und intensiver vertreten sein muss und vor allen Dingen auch die Bundeswehr eingespannt. Aus meiner Sicht, ich finde es, man sieht ein gutes Beispiel in Österreich, ein Beispiel für gute und konsequente Politik in einer Lage, wo wir auch dies letztendlich als Bürger auch fordern. Das ist hier in Deutschland nur halbherzig. Irgendwie hat man von Anfang an gesagt, dass keine Impfpflicht eingeführt ist, die sogar ausgeschlossen im Prinzip von allen Parteien, was da schon ein Fehler war. Wenn relativ zu Anfang der ersten Welle da eine Impfpflicht eingeführt wäre, dann hätten wir heute keinen Druck auf die Geimpften. Wir hätten wesentlich niedrigere Infektionszahlen. Die Wirtschaft wäre wesentlich besser davon gekommen und wir hätten wesentlich weniger Sterbende. Aber wahrscheinlich war Wahljahr und ich denke, dass diese halbherzige Politik, Pandemiepolitik in der Corona-Pandemie auch hiermit zu tun hat. Jetzt kreisen sie natürlich rum und halten sich daran, die Politiker, dass sie das Versprechen gegeben hat, mit uns wird es keine Impfpflicht geben. Naja, und so kommen natürlich die ganzen halbherzigen Maßnahmen drumherum zustande, die letztendlich dazu führen, dass immer mehr Druck auf die Ungeimpften aufgebaut wird und wir letztendlich im Prinzip schon eine Impfpflicht haben, eine inoffizielle Impfpflicht, die aber nicht ausreicht. Letztendlich ist es ja so, dass nach aktuellem Stand 3 Millionen Deutsche über 60 Jahren noch nicht geimpft werden und insgesamt gibt es 15 Millionen Menschen in Deutschland, die man hätte ein Impfangebot machen können, aber trotzdem keine Bereitschaft und Reue zeigen, irgendwie in Betracht ziehen, sich impfen zu lassen. Deutschland braucht eine Impfpflicht und Deutschland braucht einen Lockdown. Einfach einmal den Hebel für 10 Tage umlegen, um ganz unten wieder neu anzufangen. Ich bedanke mich dafür und hoffe oder sage, lasst euch bitte alle boostern, lasst euch bitte alle erst impfen. Danke.